herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Busmann 99 und bin ich hier am Hauptbahnhof Osteingang und hier steht ein E-Scooter und zwar von Lime. Lime ist der dritte Anbieter, der jetzt in Duisburg aktiv ist und leider nicht im gesamten Stadtgebiet. Und wenn das richtig ist, dann sind das dann nur diese alten Scooter aus den Nachbarschaften aus Düsseldorf und aus Köln. Denn das ist definitiv keine neue Scooter. Ich hätte es gedacht, dass sie neue Scooter ausstellen, aber nein, das sind Bestandsscooter und gibt auch ein passendes Angebot. Mit dem Code Hallo Duisburg könnt ihr dreimal für die zur Hälfte fahren. Steht da auch hinten. Hallo Duisburg, schön dich zu sehen. Dreimal 5% Rabatt auf deine Fahrten. Gültig für 2 Wochen. Das ist wirklich ein sehr tolles Angebot hier von Lime. Leider sind die Scooter nicht so in einem guten Zustand. Ja, das ist das einzige Manko. Aber das Netz von Lime kann man am besten mit den Spinnets kombinieren. Spin konzentriert sich eher auf Mitte und auf Rheinhausen. Und Lime ist auch in so Homberg, Hochheide, ist in Teil von Homberg, Hochheide und auch Bergheim und Prompt, also Altenbruch sogar, verfügbar. Leider nicht in Mörs. Mörs wird von allen drei Anbietern nicht bedient. Und bei Lime ist Mörs sogar so eine Sperrzone, ist alles rot markiert. Das heißt, man darf dort die Miete nicht werden. Ja, und auch hier beim Netzbike und beim DVG MyBus. Alle Mobilitätsanbieter fahren Mörs nicht an, außer Juba. Juba fährt nach Mörs, aber nicht Netzbike, nichts. Nicht Lime, nicht Bird, nicht Spin und auch, habe ich letztes Mal schon erwähnt, und natürlich unter DVG MyBus. Das finde ich wirklich sehr schade. Was ist an Mörs so schlimm? Das ÖPNV ist hier schlimm, und ebenso der so Bürgermeister, der sich eher auf den Autoverkehr konzentriert als auf Alternativen, wie zum Beispiel das Fahrrad. ÖP ist so ein ÖPNV natürlich, die Schülerinnen und Schüler sollen ja mit dem Auto zur Schule fahren. Wirklich, der Bürgermeister schreibt über die Unternehmensbürger, die Stadt Mörs und so weiter. Die wollen kaum ÖPNV und nicht mal die subventionierten Taxis, wollen sie auch nicht haben. Die sind auch ein sehr großer Konkurrent. Der Stadt Mörs hat mir einmal gehört von so Insidern, also Stadt Mörs ist sehr gegen den MyBus. Da hat der MyBus so viele Kunden von den bisherigen Taxis an die MyBus verlieren. Aber ich finde das gar nicht so schlimm, denn MyBus ist wirklich sehr, 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 sehr günstig. Besonders für uns ÖPNV-Nutzer. Das kann man wirklich bis zu 50% sparen. Ich halte so einen normalen Taxi. Was weiß ich noch, er fährt jetzt vom Hauptbahnhof nach Mörs. Mörs bitte würde den MyBus 6 Euro kosten. Und mit dem Taxi 30 Euro. Das ist wirklich ein enormer Preisunterschied. Und das war's auch schon hier mit dem kurzen Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.